Hallo und einen schönen guten Abend. Hier ist der Banana Joe Südhessen mit einem Sondervideo. Ich hatte heute einige Anfragen. Da ging es darum, dass Leute ihre Bananen vor 3, 4 Wochen schon verpackt haben für den Winter. Da waren die Temperaturen noch relativ hoch. Und jetzt sagt die Banane über dem Laub, sprich an der Folie: Hallo, das kann passieren, ist nicht schlimm. Mein Tipp ist, nochmal aufmachen, ihr müsst nicht ganz auspacken, einfach die Folie ab, ein bisschen Laubstroh, was ihr verwendet habt, zum Bedecken, nochmal ein bisschen wegmachen, dass ihr an die Schnittkante kommt, die ihr vorher verwendet habt, da nochmal kappen und dann wieder einpacken, ganz wichtig, wieder neu einpacken, Folie wieder drüber, dass von oben kein Wasser rein kann und dann sollte sich das Thema bei diesen Temperaturen aktuell erledigt haben. Ja. Faustregel besagt, wie gesagt, spätestens muss verpackt werden, wenn nach dem ersten Frost die Blätter der Banane leblos runterhängen am Stamm. Ansonsten kann man auch verpacken, wenn Tagestemperaturen zwischen 7 bis 10 Grad oder Nachttemperaturen zwischen 3 bis 6 Grad sind. Da ist das Wachstum der Banane weitestgehend eingestellt. Also ihr habt auf jeden Fall nichts falsch gemacht. Ihr braucht euch keine Gedanken machen. Einfach nochmal neu kappen, diesen Vorgang. Kann man auch 2, 3, 4 Mal wiederholen. Die Banane ist sehr robust, sie hält einiges aus. Sie wird euch das nicht böse nehmen. Da braucht ihr keine Angst zu haben. Und dann sollte das auch klappen. Ja, das war's dann schon mit dem Aufklärungsvideo. Ich hoffe, ich konnte euch helfen mit meinen Erfahrungen und meinen Tipps. Und würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Video wieder einschaltet und zuschaut. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bitte bleibt gesund. Euer Banana Joe Südhessen.